Herzlich willkommen zur FNOT News Show 2008. Dieses Mal erklären wir euch wirklich alles. Wir fangen an mit den etwas weniger erfreulichen Themen. Wir haben einen neuen Trend ausgemacht, und zwar Repression 2.0. Der fing an in China, nicht wahr? Genau. Also das war zu den Olympischen Spielen, da gab es die großartige Meldung, dass die chinesische Regierung Bulk-SMS rausgeschickt hat, und zwar also sechsstellig, ich glaube fast über siebenstellig. Jedenfalls haben die so Messages rausgeschickt wie Obey the Law, also das ist natürlich die Übersetzung der amerikanischen Medien, aber haben quasi den Leuten SMS geschickt, so, wir beobachten euch. Genau, folgt den Regeln. Der Trick dabei ist, die Chinesen sind zwar viele, aber sind auch nicht so viele, dass sie wirklich alle beobachten können. Und die machen solche Sachen auch mit E-Mails. Und auch so, was ihnen sonst noch so einfällt, bis hin zu Papp-Polizisten, die sie tatsächlich irgendwo hinstellen, um den Eindruck zu erwecken, hier ist mehr Polizei und wir kriegen dich schon. Der Trend ist natürlich interessant und ich denke, wir werden auch ihn bald in Europa sehen können. Weiter geht's mit einer relativ tatsächlichen Überwachung, die uns in Polen aufgefallen ist. Und zwar in Polen kam ein Skandal hoch, dass nämlich der Inlandsgeheimdienst alle Postadressen, die auf Briefen draußen draufstehen, erfassen will. Und zwar läuft das folgendermaßen, was wir hier sehen, ist so ein Briefscanner, wie er in jedem normalen Postverteilzentrum steht, so sehen die aus. Und wo kauft man Repressions- und Überwachungstechnologie? Na? Siemens! Ja! Interessant dabei ist, das gibt es schon seit mehreren Jahren, also die deutschen Paketversender und Kurierdienste verschicken diese Informationen schon seit mehreren Jahren an die Amerikaner. Die Amerikaner wollen tatsächlich von jeder Brief- und Paketsendung schon die Adressen vorab wissen, bevor die bei ihnen eintreffen. Und weil Siemens, Amerikaner, hey, da lässt sich was standardisieren. Also wird da gerade ein internationaler Standard zum Austausch von diesen Daten veranlasst. Funktionieren tut es so, diese Daten müssen ohnehin erfasst werden, um automatische Paketzustellung und Postsortierung zu machen. Und die Frage ist halt nur, ob man die Bilder, die jetzt gerade aus dieser Kamera fallen, von diesem Postverteilsystem auf eine Platte schreibt oder nicht auf eine Platte schreibt oder wie im polnischen Fall, ganz modern, über Datenleitungen zur Zentrale des Geheimdienstes überträgt. Also es gibt noch den Punkt, dass man normalerweise ja die Postleitzahl gut lesen kann. Die ist halt groß daneben geschrieben, die kann man auch einfach OCR bearbeiten. Aber das Neue an diesen Anlagen ist eben, dass sie die ganze Adresse OCRen. Und bei Postkarten auch die ganze Postkarte. Weil man weiß ja nicht, wo die Adresse auf dem Brief steht, nicht wahr? Ja, wir haben versprochen, wir erklären dieses Mal alles. Wir fangen an mit Geopolitik. Wir haben herausgefunden, wie diese Geopolitik funktioniert. So, es war ein schwieriger Prozess so, wir haben da eine ziemliche Weile rumgerätselt und dann sind wir drauf gekommen, man muss eigentlich nur in den Spielwarenladen gehen. Eigentlich ist alles ganz einfach und offen. Genau. Also wir haben hier so einige bekannte... Die Spieler treffen sich vor dem Spiel und während des Spiels zu Absprachen. Genau. Und was man diplomatisch lösen kann, muss man dann auch nicht mit Panzern lösen. Genau. Also hier erklärt wahrscheinlich Merkel gerade Sarkozy, dass Deutschland sich eigentlich doch endlich mal einen schönen Strand dazu erobern möchte. Wir betrachten dieses Mal nur einen Spieler. Der sitzt vor seiner Weltkarte und dann zieht er eine Karte und die Karte lautet: Befreien Sie Georgien. Auch innerhalb von solchen Spielen gibt es ja auch Spannungsbögen. Die Situation kann schon mal vor sich hin eskalieren. Wenn man jetzt so eine Karte zieht, was tut man als erstes? Ich habe geklickt. Ah. Genau, man guckt erstmal, wer ist denn Georgien gerade? Genau, und dann muss man natürlich erstmal vorbereitende Statements abgeben. Also man sagt also, ja, also wir waren da schon immer und eigentlich war es alles ganz toll und nur habt euch mal nicht so. Das ist kein Angriffskrieg, das ist eine stabilisierende Eingriffsmaßnahme. Genau. Und eine Stabilitätsmaßnahme, die zum Frieden und der Sicherheit und dem Wohlstand in der Region beiträgt. Besonders viel Spaß macht es natürlich, wenn man dann auf der anderen Seite so jemand hat wie diesen Herrn Saakaschwili. So, der sich bei der Arbeit beobachten ließ.
Also mal ehrlich, wenn Putin euch so anguckt, ihr würdet auch an eurer Krawatte nagen. Und wir müssen noch konstatieren, also die Russen haben dieses Jahr echt zugelegt, was Propaganda angeht. Auf dieses Video bezogen hat denn die Putin-Jugend, die heißt Nashi, also sowas ähnliches wie die FDJ in der DDR, nur mit Putin, die haben Saakashvili einen Satz marinierte Krawatten zu Weihnachten geschickt. Aber wartet. Nachdem die erste Runde rum war. Also Nervosität erzeugen ist ein guter Anfang, aber man muss dann natürlich auch nachlegen. Genau. Und dann und wie wir wissen, so deutsche Waffen, deutsches Geld, ne? Ist halt irgendwie. Oh. Wir wollen auch mitspielen. Nun ja, und dann konnte Saakashvili mal wieder besonders viel Mut und Selbstsicherheit zeigen. Wir sehen ihn hier den Vorbeiflug eines Flugzeuges beobachten. Also es gibt denselben Clip auch bei CNN. Wir haben das jetzt aus den russischen Nachrichten, denn die haben die Fotos, den Videostream von dem Fotografen mit dem besten View gekauft. Was wir hier sehen, ist, dass im Hintergrund ein Flugzeug vorbeifliegt. Keiner sieht es wirklich, aber Saakashvili macht sich spontan Sorgen, dass da vielleicht jemand versucht, eine Bombe nach ihm zu werfen. Und plötzlich gerät er die ganze Situation ein bisschen ins Chaos und seine Leibwächter drängen ihn in eine Ecke. Und ja. Guckt euch diesen Porterbunker an, ist das nicht super? Soll wahrscheinlich gegen Schrapnell helfen oder so, man weiß es nicht. Dann haben wir noch ein besonders schönes Stück russischer Propaganda, die müssen wir einfach würdigen. Ja, ist super. Und zwar, es gibt keine andere Quelle dazu, es gibt nur russische Quellen. Die sagten, dass besorgte Einwohner in Georgia in den USA angerufen haben, gefragt haben, naja, also wir sehen immer Tanks im Fernsehen, also Panzer im Fernsehen, und aber irgendwie ist hier keiner zu sehen in Georgia. Genau. Besorgte Einwohner Georgia suchen nach russischen Tanks, war die Überschrift. Genau. Und super. Diese Fotomontage ist tatsächlich aus einer russischen Zeitung. Das ist deiner, ne? Ja, also es gibt natürlich auch Ansätze von der EU, dann sowas diplomatisch zu lösen. Und der schöne Teil war, also Putin hat ja nicht nur, der macht ja nicht nur tolle Bilder und Propaganda, sondern der lässt sich auch gerne selber mal zu knackigen Statements hinreißen. Und in dem Fall hat er halt gesagt, er will Saakashvili aus dem Amt kicken und an seinen Eiern aufhängen. Und Sarkozy hat das tatsächlich entschärft mit der brillantesten diplomatischen Manöversache, die wir je gesehen haben. Er hat nämlich gesagt, ja, aber dann endest du doch wie Präsident Bush. Und damit war das vom Tisch. Ja, Putin kann natürlich nicht alle Arbeit alleine machen, deswegen hat er seit neuerem einen Stellvertreter, den Herrn Medvedev. Und auch der spielt gerne Risiko. Und der zog die Karte, befreien Sie die Ukraine. Und der fängt natürlich auch erstmal mit einem schönen Statement an, nämlich, wir werden die Interessen unserer Bürger schützen, egal wo sie sich befinden. Ist auch schön zweideutig, ja? Sind das jetzt die Interessen oder die Bürger, die genau. Sich egal wo befinden dürfen? So, und was wir hier haben, ist eine Karte der Umgebung der Ukraine mit dem Pipeline-Netz, was nach Westeuropa führt. Wenn ihr mal drauf achtet, seht ihr eine gewisse Häufung der wichtigen Punkte an der Ecke. Genau, es gibt da so eine gewisse Konzentrationsstelle da, so in der Westukraine, so an der Gegend zur Slowakei. Zufällig, wirklich rein zufällig, befindet sich genau in dieser Gegend eine Volksgruppe mit dem Namen Russinen oder auch im englischen Sprachgebrauch Russenen. Die sind 1,25 Millionen Leute und die haben sich gerade für unabhängig erklärt und Russland um Hilfe gebeten. Es hat natürlich nichts mit den Pipelines zu tun, die da sind. Das ist völlig, völlig zufällig. Und da die Ukraine dann so ein bisschen nervös geworden ist. Moment, wir sollten vielleicht sagen, was die Russen in Südossetien gemacht haben, als da sich sowas abzeichnete, dass es da vielleicht Konflikt geben könnte, war erstmal, sie haben eine dicke Kaserne gebaut und haben da ihre Artillerie stationiert. Insofern, wenn da die Artillerie stationiert wird, könnt ihr euch ja vorstellen, wie das auf die Gaspipelines der Gegend sich auswirken könnte. Genau, also um nochmal eins zurückzugehen. Das Schöne ist, wir sehen, es geht nicht nur in die Ukraine, es geht auch noch in die Slowakei und nach Rumänien rein, das Siedlungsgebiet. Das heißt also, da ist jede Menge Potenzial für interessante Erweiterungen.
Nun, die Ukraine ist natürlich verständlicherweise ein bisschen nervös, wenn sie wissen, Medvedev hat die irgendwie befreien sie die Ukraine-Karte gezogen. Schon und doof. Die erste Maßnahme, die sie gemacht haben, genau, war, dass sie der lokalen, also volksstämmischen Polizei von der Gegend die Waffen weggenommen haben. Moment, halt, nein, das war auf der Krim, im russischstämmigen Gebiet. Genau. Denen haben sie die Waffen weggenommen, nicht bei den Russen. Also die haben denen die Waffen weggenommen, so, und wenn wir uns jetzt mal so die ukrainische Polizei angucken, die sieht echt super ultra bedrohlich aus, so. Aber denen haben sie halt erstmal die Waffen weggenommen, weil sie denken so, naja, so bewaffnete Russischsprecher wollen wir da möglichst nicht haben. Es gibt Länder, die haben das ein bisschen besser drauf mit ihrer Polizei so, da herrscht ein bisschen mehr Zucht und Ordnung so. Wenn man sich mal immer so vorstellt, wie kriegen die denn die Sache mit ihren Paraden so hin, dass die da... Guckt mal genau hin, das sind keine Gewehre, die auf dem Rücken haben, das sind Holzkreuze, damit die gerade stehen. Genau, und die Sache mit dem Kopf hoch, auch dafür gibt es einfache Lösungen. Das war Olympia-Vorbereitung. Genau. Ja, kein Scheiß, wir denken uns das hier nicht aus, ne? Ja, es gibt auch moderne Technik bei der chinesischen Polizei. Wir haben da dieses grandiose Bild gesehen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon bei diesen Segways sind, dann können wir auch mal subtil überleiten auf die Amerikaner. Da gibt es ja dieses... Also wir haben uns gesagt, was ihr sicher alle mitgekriegt habt und wo wir nicht viel drüber reden wollen, ist der US-Wahlkampf. Aber es gab ja auch noch andere Krisen aus den USA dieses Jahr, unter anderem eben die Housing-Krise. Und um das mal ein bisschen zu visualisieren, haben wir so einen typischen Vorort mal rausgesucht. Genau, also was wir da sehen, ist wahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, eine geschätzte halbe Milliarde Dollar, die da so steht, in Form schönen gleichmäßigen Lego-Häuschen. Ja, hier haben wir eine sehr interessante Kurve, nämlich die Umrechnung von US-Dollar zu kanadischem Dollar. Ihr erinnert euch, die Amerikaner haben es ja mit den Kanadiern immer so ein bisschen, die gucken ja so gerne so ein bisschen auf sie herab. Und jetzt haben wir gerade so, und am Anfang dieser Kurve wurden noch so 200-Dollar-Blüten gemacht, ne? Also da mit irgendwie Präsident Bush wurde eine schöne 200-Dollar-Blüte gemacht, die lief auch tatsächlich durch, also die wurde akzeptiert. Das hat jemand versucht, ja, das ist ein Bild einer Blüte, die gefunden wurde. Damit hat jemand bezahlt und es hat funktioniert. Und man kann das jetzt natürlich extrapolieren, wie dann halt die nächste Blüte aussehen wird. Das wird dann wahrscheinlich dieses. Ja, der fallende Dollarkurs betrifft ja nicht nur die USA, sondern hat auch Kollateralschaden überall in der Welt. Genau. Und hier haben wir einen schönen Fall von Papst Johannes Paul, wusste schon vorher, wie die Geste des Jahres aussieht. Der Mann ist unfehlbar, der wusste es vorher. Genau. Und sein Nachfolger, der irgendwie so ein Problem damit hat, dass irgendwie ein Drittel aller Priester schwul sind, übt schon mal so ein bisschen für den Imperator-Thron, nachdem die Weltregierung dann alle den Orkus runter sind. Und die Sache mit der Imperator-Pose sollte man ja nicht unterschätzen, so ein Ausblick so von so ganz oben so, vom Gipfel der Macht, ne? Ja, das beeinflusst, wie man sich verhält. Also genau. Dieser Blick hier ist der Ausblick aus dem Chefetagenklo der Commerzbank. Und der Pfeil da? Der rote Pfeil ist die Dresdner Bank, die gerade von der Commerzbank übernommen wurde. Also, wer immer dachte, Arbeitsplatzpsychologie ist ein super langweiliger Studiengang. Ja, wir sind ja auch immer ein großer Freund von Piktogrammen. Das Piktogramm zur Krise, das haben sich die Schweizer ausgedacht, das sieht nämlich so aus. Und dieses Piktogramm hängt tatsächlich in im Nahverkehr der Stadt Zürich, wenn ich mich nicht irre, genau. Es bedeutet schlicht und ergreifend so, kein Geldhaber hier nicht erwünscht. Und da es so viele schöne Bilder gab von zukünftigen keinen Geldhabern, wollten wir euch die mal nicht vorenthalten und haben hier mal so eine kleine Galerie von Mitmenschen, die zukünftig kein Geld haben. Interessant. Oh, hier ist so ein Seins dazwischen geraten, genau. Das ist schon ein bisschen älter. Also der Facepalm wurde 1928 erfunden. ja. Manchmal will man auch echt nicht mehr hingucken. So. Das ist ja mein Favorit. Hier, ja. Man achte auf die Kurse im Hintergrund. Genau.
Und es gibt ja für jede Krise gibt es ja so ein Bild, was irgendwie die Sache so richtig zusammenfasst. Und für diese Krise war es deutlich dieses. Ja, wir haben uns überlegt, wie wir diesem Jahr überhaupt gerecht werden können, weil es einfach so viele großartige Dinge gab. Und dann haben wir uns überlegt, vielleicht sollten wir ein paar schöne Awards ausschreiben. Und genau, wir fangen an mit dem Lame Excuse Award. Und wir haben lange überlegt, nachdem wir diesen Award benennen. Und dann kam Rob auf die grandiose Idee, den verdient hat nämlich Richard Nixon als der Namensgeber unseres Lame Excuse Awards. Wer die Geschichte damals nicht kennt, es ging darum um heimliche Mitschnitte im Weißen Haus. Und der Watergate. Watergate. Und der sagte, ja, na, da muss wohl meine Sekretärin versehentlich auf Aufnehmen gedrückt haben. Dafür ist er der Namenspatron unseres Lame Excuse Awards. Genau, so. Ja, es gab da einige Kandidaten. Genau. Also der erste Kandidat war die Sache mit dem Bailout. So, es ging ja los mit, also naja, so viel wird es schon nicht werden. So. Also naja, aber die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt eigentlich auf die Zahl? Und die ehrliche Antwort war, ja, also, na, so... Nenn mal irgendeine große Zahl. Sagen wir 700 Milliarden? Klingt doch irgendwie wie viel Geld. So, ne? Könnten wir doch. We just wanted to choose a really large number. Genau. I mean, mehr muss man doch echt nicht sagen zu diesen ganzen. Genau. Ja, und ich meine, wie immer, wenn jemand eine wirklich große Zahl aus dem Arsch zieht, dann kommen eben die Leute und sagen, ach, da beteilige ich mich mal, ja, da greife ich auch mal in den Topf und das kann dann natürlich nicht lange halten. Und so kam auch völlig überraschend dieses Jahr dann die Meldung, dass die 700 Milliarden nicht reichen. Und während noch über diesen Bailout verhandelt wurde, und es sah ja auch erst so aus, als würde er scheitern, da haben sich dann die Fed-Leute... Oh. Eine Sendung von der LBB? Also wir haben hier gerade noch eine... Okay, also wir kriegen hier gerade ein Päckchen geliefert. Jetzt sind wir sehr gespannt, was drin ist. Yeah! Ein Stollen! Oh, und Daten. Es handelt sich um ein Backup des Stock Exchange. Oh. Wie kommt denn das zu uns? Komische Hexzahlen. Es handelt sich offenbar um einen Datenstollen. Also während die noch verhandelt haben, ging es ja bei der Fed schon los. Die haben dann einfach so angefangen, Kredite rauszugeben und keiner hat so richtig hingeguckt. Also das waren dann immer mehr und man hat sich schon gefragt, ja, ist ja komisch. Und einen Monat später oder so hat LP dann mal zusammengerechnet und ist dann insgesamt 8,5 Billionen Dollar an Verbindlichkeiten, die die Amis zusammengehäuft haben. Genau, und unsere Lieblingshosenanzugträgerin ist auch dabei. Besonders schön fanden wir aber die Ausrede von Moody's, der Ratingagentur. Also man kann ja sagen, die Urheber von dem ganzen Bailout-Problem, das ging ja darauf zurück, dass die ganzen Klärschlammhypotheken von Ratingagenturen bewertet wurden und die gesagt haben, ach, das ist prima, das wird schon zurückgezahlt. Und wenn so eine Ratingagentur sagt, das ist AAA-rated, das zahlen die auf jeden Fall zurück, dann dürfen das auch gesetzliche Rentenfonds und so benutzen als Geldanlage. Das heißt, viele Leute haben am Ende dann angefangen, auf die Ratingagenturen zu zeigen mit dem Finger und gesagt, ja, wenn die nicht gesagt hätten, das ist in Ordnung, hätten wir da nie investiert. Und da kam dann eben die Stunde der Wahrheit und Moody's als eine der großen Ratingagenturen hat als Ausrede tatsächlich vorgebracht, das sei ein Softwarefehler gewesen. Ja, wirklich großartig. Ja, schön war eben auch die Ausrede, da hatte wohl noch jemand Hunger. Wir haben leider kein Messer hier, aber ach, also ein Datenstollen. Ja. Wunderbar. Ja, hier ist der Datenstollen ist dann auch der Gewinner des diesjährigen Richard M. Nixon Lame Excuse Awards, weil also auf die Idee wären auch wir nicht gekommen, wenn wir uns die Ausrede hätten ausdenken sollen.
Ja, wo wir gerade bei Wirtschaftsmeldungen waren, es gab von China dieses Jahr ein großartiges Announcement. Sie haben nämlich gesagt, sie wollen jetzt den Quellcode von allen Importgeräten sehen. Und damit meinen sie nicht nur so Sachen wie die Spülmaschine, sondern sie meinen damit eben auch Software und alles, wo Software drin ist. Und wir haben hier mal den Transrapid rausgesucht als Stellvertreter für alle anderen Importgeräte. Und hier geht es eben auch nicht nur um Import für Weiterverkauf, sondern es geht auch um die Teile werden importiert, um sie dann in China zusammenzubauen oder sowas. Also das heißt, das betrifft einmal alles. Genau. Also China ist sozusagen der Vorreiter der Open-Source-Bewegung. Kommen wir zu Wissenschaftsmeldungen. Da gab es von der NSA eine ganz große Ausschreibung. Genau, es gab sozusagen diese, ihr kennt alle diesen schönen Film Sneakers, da gibt es dieses No More Secrets. Und die NSA hat in einer Ausschreibung für Quantencomputer gesagt, the presupposed the existence of a fully functional quantum computer. Also die haben eine Stelle ausgeschrieben, wie man einen existierenden Quantencomputer programmiert. Und haben gesagt, als Teil der Ausschreibung, gehen Sie davon aus, es gibt so einen Computer. Was würden Sie damit tun? Und wenn das die NSA sagt, Genau, also es gibt natürlich noch kein Bild von einem Quantencomputer. Wir haben mal eins genommen, was so ähnlich aussieht. Ihr kennt es ja auf den Packungen so mit dem Essen, da steht auch immer drauf Serviervorschlag. Genau, der nächste Award, den wir haben, ist der Franz Josef Strauß Bailout Award. Da müssen wir ein bisschen ausholen, wir haben das mal den Herrn Pispers machen lassen. Genau. Sag mal so, verglichen mit der Bayerischen Landesbank war die DDR ja eine grundsolide finanzierte Gesellschaft. Können Sie sich erinnern, als die DDR vor dem Ruin stand, als Strauß die nochmal gerettet hat mit dem Milliardenkredit? Selbe Situation, ne? Der Strauß hat damals 1,5 Milliarden D-Mark. 750 Millionen Euro hat er denen als Kredit gegeben. Davon sind die in der DDR nochmal 3 Jahre lang klargekommen mit 17 Millionen Leuten. Genau. Ja, ist nicht von der Hand zu weisen, oder? So. Deswegen ist es der Franz-Josef-Strauß-Bailout-Award. Also, die lustige Geschichte war, dass der Bailout ja eigentlich nur für Banken galt. Aber wenn schon mal so viel Geld im Raum liegt, dann gibt es natürlich Begehrlichkeiten bei allen möglichen anderen Firmen. Und wir haben hier mal stellvertretend die schönsten Geschichten rausgesucht. Also American Express macht ja eigentlich Kreditkarten. Die haben sich dann kurz umfumiert zu einer Bankholding, damit sie am Bailout teilnehmen können. GM hat eine Bank als Tochter, die macht da möglichen Finanzierungen, unter anderem eben die Konsumerkredite für Leute, die sich ein Auto kaufen. Und die haben gesagt, ja, damit qualifizieren wir doch auch für den Bailout. Oder VW war jetzt eher das deutsche Bailout-Modell. Genau, VW dachte sich, das können wir prima kopieren. Also eigentlich sollte doch irgendwie der VW-Bailout von Porsche gesponsert werden, oder? Das wäre auch irgendwie verdient. Und das dreisteste Beispiel war Aegon. Das ist ein Versicherungskonzern aus den Niederlanden. Ist auch der Gewinner des Awards. Die haben kurzerhand eine kleine Sparkasse in Amerika gekauft und das als Hebel benutzt, um an den Bailout ranzukommen. Und das war uns den Preis wert. So, wir haben noch zwei. Oh, wir haben noch zwei. Genau. Wir haben noch den Inspektor Clouseau Award. Für herausragende Polizeiarbeit. Genau, für herausragende Polizeiarbeit. So, wir fangen an mit der Operation Himmel. Nämlich, das war diese Kinderporno-Fahndungsgeschichte. Sie hatten 12.000 Verdächtige. 17.000 beschlagnahmte Datenträger. Genau, also war irgendwie unglaubliche Mengen und am Ende waren die Staatsanwaltschaften total genervt davon, dass der größte Teil der Leute, die da verdächtigt wurden, offensichtlich zufällig auf diese Webseiten geraten waren und dann nach 45 Sekunden wieder weggesurft waren, weil sie angewidert waren und sich dann wunderten, warum sie eine Hausdurchsuchung haben sollten. Und also die Staatsanwaltschaft Köln hat einfach komplett eingestellt alle Verfahren, das waren 500 oder so. Genau. Und die in Berlin hat noch kein einziges Verfahren eröffnet und hat vor kurzem in der Presseerklärung gesagt, ja, sie hätten also bei den Leuten gesucht und hätten also bei einigen kinderpornografisches Material gefunden. So, und das heißt, sie sind nicht mal in der Lage, eine Zahl zu sagen. Deswegen würde ich mal denken, einige steht für 3. Ja. Ja, dann die Sache mit dem Kastertransporter hat uns auch wirklich sehr amüsiert. Also achtet auch auf die Gesichtsausdrücke der Polizisten, das ist einfach super. Genau, also man sollte dazu sagen, die Clowns Army hat irgendwie sehr zur Protestkultur beigetragen, die war wirklich ein Applaus wert.
Also sehr schön war auch bei einer, ich weiß gar nicht mehr was es war, irgendeiner Demonstration in Berlin, stand ich mal eine Weile neben einem Polizisten und habe dem am Funk zugehört, also was der so aus seinem Funkgerät rausgequäkt kam, und die haben sich da tatsächlich detailliert durchgegeben, wo die Clowns sind. So, irgendwie Clowns war irgendwie böse. Bemerkenswert an dieser Castor-Geschichte, weswegen sie in dem Awards drin sind, ist... Die Pressemitteilung, genau. Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben, 12 Polizisten sind durch Stein- und Flaschenwürfe verletzt worden und weitere 38 sind ohne Fremdeinwirkung verletzt worden. Das sind so die Meldungen, wo man sich wünscht, dass der Reporter nochmal nachfragt. Ja, großartige Polizeiarbeit gab es auch in anderen Ländern. Vielleicht war die Erbsensuppe zu heiß oder so. Ja, also im Wald gestolpert ist meine Theorie. Die haben ja auch schwere Rüstungen dabei und das tut schon weh. Ja. So, also auch in anderen Ländern gab es großartige Polizeiarbeit. Genau. Also der Polizei in Griechenland ist das Tränengas ausgegangen. Bei den Riots da. Also dieses Bild hat jetzt mit dem Tränengas erstmal nichts zu tun. Das ist im Hintergrund. Doch, ist eine Menge Tränengas drauf, da war noch welches da. Ja gut, also der Mann im Hintergrund benutzt einen handelsüblichen Laserpointer, um auf den Polizisten zu zeigen, damit der andere neben ihm einen Steinewerfer besser zielen kann. Also den ist das... Denen ist tatsächlich das Tränengas ausgegangen. Und dann haben sie angefangen? Dann haben sie angefangen, Tränengas aus den Ländern zu importieren, wo man auch sich sofort hinwendet, wenn man Sicherheitsausrüstung braucht. Na? Wo? Deutschland und Israel. Genau. Also der etwas weniger lustige Teil ist, die haben da offensichtlich Tränengasbestände aus alten Armeebeständen aus den 80ern verschossen am Schluss. Und da liegen so richtig ein paar Dutzend Leute im Krankenhaus, weil irgendwie niemand weiß, was das irgendwie mit diesem Tränengas passiert ist in den letzten 30 Jahren. Na, vor allem ist die Armee auch nicht so zimperlich bei den Specs von dem Tränengas. Ja, ja, nicht nur das Tränengas war alle. Bis die Lieferungen da waren, haben die dann Steine geworfen, die Polizisten. Genau, Steine waren auch alle. Und dann gab es eine super bizarre Meldung, dass offensichtlich Leute aus Bezirken, wo noch Steine da waren. Die Marktwirtschaft funktioniert. Genau. Haben die Steine verkauft und da wir kein Foto gefunden haben, haben wir das dann mal. Wir haben das mal visualisiert. Haben wir da mal eine. Should be a good one this afternoon. Hmm? Local boy. Oh, good. Enjoy yourselves. Und noch die Tüte Kieselstein dazu. So, ja, auch noch ein heißer Kandidat. Unser neues Bundessicherheitshauptamt. Das heißt irgendwie, glaube ich, anders. Bundesabhörzentrale. Bundesabhörzentrale, genau. Was ja auch eigentlich ein toller Name ist, also weniger euphemistisch als sonst. Genau. Und zwar wird die ja angesiedelt beim Bundesverwaltungsamt. Dieses Bundesverwaltungsamt wird von zwei erheblichen Kompetenzträgern betrieben in der IT, nämlich T-Systems. Die machen sonst BAföG. Ja, ist kein Witz, die machen sonst Studentenförderung. Arbeitslosengeld und na noch so lauter, die haben lauter Erfolgsprojekte. Lauter so Kram, der halt rumliegt und den sonst keiner macht. Genau. Und was dieses Amt auszeichnet, ist, dass sie an beiden Bundesnetzen dran sind. Und das ist erstens der Informationsverband Bonn-Berlin und dann das Verwaltungsnetz. Und das eine von denen wird von der Telekom betrieben und das andere von EDS. Und wenn ihr das noch nicht komisch findet, dann haben wir noch zwei Meldungen dazu. Genau. Es gibt noch einen weiteren vertrauenswürdigen Dienstleister, der mitmacht, nämlich Nokia Siemens Network. Und die haben diesen schönen Spruch auf ihrer Webseite, damit auch niemand Illusionen darüber hat, wen, was Geisteskind sie so sind. Moment.
Also die Telekom hat ja bei uns erst 17, dann 30 Millionen Datensätze verloren, aber auch EDS hat ähnliche Erfolgsgeschichte vorzuweisen, die vielleicht nicht alle jetzt sofort griffbereit haben. Die haben nämlich für das englische Militär die Datensätze der Soldaten verwaltet und haben auch einen Totalschaden erleichtert. Das Gute ist jetzt, Militär ist keine ganze Bevölkerung, aber 700.000 Datensätze vom Militär zu verlieren, das ist schon sportlich. Also beides echte Kompetenzträger und die machen bei uns die Netze, die sicheren Netze der Bundesregierung. Ja, und es gab ja die Verschwörungstheorie, dass dieses Bundesabhöramt nichts weiter als der Versuch ist, vom Innenministerium diesen ganzen Zoo an Abhörtechnik, der so in den Landeskriminalämtern und so rumsteht und beim Verfassungsschutz und so, der ja auch nun, sagen wir mal, mit relativ vielen Backdoors gesegnet sein soll, den mal loszuwerden und zu einem auf ein System vertrauenswürdiger Herkunft zu wechseln. Also Siemens. Dummerweise hat, glaube ich, Siemens jetzt gerade irgendwie diese Abteilung Abhörtechnik an irgendeinen komischen Funk verkauft. Jetzt sind sie wieder Näse. Nun ja. Ein weiterer Kandidat noch aus der Privatwirtschaft ist die PenEmp AG. Die PenEmp AG macht immer so tolle Statistiken. Wir sehen hier die Statistik über Bombenbauanleitungen auf deutschen Servern, auf europäischen Servern, auf internationalen Servern. Also immer wenn ihr eine Meldung in deutschen Medien lest, dass wir alle vom Internet getötet werden, weil es da so furchtbare viele Bombenbauanleitungen gibt und die Leute bauen dann damit Bomben. Wir haben hier mal eine Statistik rausgesucht. Die oberen drei Graphen sind von dieser Firma, die im Übrigen Filtersoftware fürs Internet verkauft. Genau. Und also, die untere ist die tatsächliche Anzahl von herbeigeführten Sprengstoffexplosionen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Irgendwie doof fürs Marketing, oder? Der Gewinner des diesjährigen Inspector Closure Awards sind aber die Innenminister der Länder und des Bundes, nämlich für die Einführung des neuen Polizeifunksystems. Hier sehen wir sie bei der Eröffnung des Systems. Also die Technik. Einer kompetenter als die anderen. Also, was sie da in der Hand halten, sind diese Tetra-Funksysteme. Also es sind keine glibberigen Quallen oder so, die sie halt irgendwie da versuchen loszuwerden. Nein, es sind tatsächlich diese Tetra-Funken. Ich meine, einige versuchen wenigstens mit den Geräten zu interagieren, aber Schäuble hat schon ganz aufgegeben und hält das nur noch so. Genau. Super. Ja, sie haben es nämlich seit, ich weiß gar nicht, seit 15 Jahren oder so haben sie es ja, nicht hinbekommen. Ja, Tetra ist der Dauerbrenner im deutschen Polizeibereich. Genau, also weil wir laufen ja im Moment noch mit diesen Analogfunken rum, mit irgendwie einem halben Meter Antenne dran jeweils und das kann halt jeder abhören. Ja, also der Gewinner des diesjährigen Inspector Closure Awards. Dann haben wir noch den. Dann haben wir noch einen Award zu vergeben, der uns besonders viel Spaß macht, nämlich der Boards of Steel Award für besonderen Mut und Furchtlosigkeit. Da haben wir ein paar sehr, sehr schöne Kandidaten. Der erste Kandidat war dieser Aktionskünstler, der durch die Londoner Innenstadt gelaufen ist. Also wenn ihr da genau hinguckt, das sollen Bomben sein, was der da um den Bauch hat. Der ist damit durch die Londoner Innenstadt gelaufen, unter anderem am Buckingham Palace vorbei, wo ihn niemand aufgehalten hat. Und erst als er dann vor einem, was war das, ein McDonald's oder so, eine Bankfiliale? Eine Bankfiliale. Also der ist auch irgendwie an der Polizei vorbeigelaufen. Aber von der Bankfiliale, wo gerade ein Typ rauskam, der ihn der auffällig fand, da hat er das erste Mal Ärger bekommen. So. Dann haben wir noch eine ehrenwerte Erwähnung. Wir kennen den Herrn nicht, aber er verdient auf jeden Fall eine ehrenwerte Erwähnung für den Mut, ne? Das ist ein Mann nach unserem Geschmack. So, auch im Feld des internationalen Handels gibt es Menschen, die durchaus einen Boards of Steel haben. Und zwar hat die äthiopische Nationalbank festgestellt, dass sie Goldbarren hatten, die irgendwie aus Stahl waren. Es gibt einen Typen, der der Nationalbank in großem Stil vergoldete Stahlbarren verkauft hat und die haben die eingelagert über Jahre und sie wissen nicht mal, wie viele es sind. Ja, hier haben wir noch einen Aktionskünstler, der... Genau.
Ja, ein heißer Kandidat ist auf jeden Fall dieses Jahr Anonymous. Die mit ihrer Scientology-Demonstration. Die Scientology-Demonstration war einfach so großartig. Wir haben uns da endlos amüsiert. Es gibt tausende Bilder. Also ich meine, alleine Scientology zu Rickrollen war einfach irgendwie da. Dachten wir uns, kann man fast nicht mehr toppen. Aber es gab eben so eine Aufstellung mit Listen, in welchen Städten wie viele Leute demonstriert haben. Und da stach Tokio heraus, wo einer gegen Scientology protestiert hat. Es gab auch sehr, sehr schöne kreative Plakate, zum Beispiel diesen hier. OT7 ist Operating Titan 7, ist ein Scientology-Insider-Witz. Der das wahrscheinlich ist so ein echtes VIP-Level. Ja. Also da kommt man erst hin, nachdem man ungefähr, weiß ich nicht, 10 Millionen ausgegeben hat für Training, genau, und Briefing. Und er meint, help, I'm stuck on level, also OT7. Also wir haben leider kein Bild von dem Tokyota gefunden, weil ich meine, wenn da Scientology hat bestimmt tolle Fotos von dem, aber die sind halt nicht im Netz. Und deswegen haben wir stellvertretend dieses genommen. Ja, und die Gewinnerin des diesjährigen Boards of Steel Award ist mit weitem Abstand diese französische Atomkraftgegnerin, die sich alleine... Moment. Also die hat sich alleine aus 7 Meter Höhe mit einem gespannten Seil über der Strecke abgeseilt und sie haben 6,5 Stunden gebraucht, um die da wegzukriegen. Ja, dann kommen wir zur Rubrik Personalien. Genau, das ist eine erfolgreiche Kategorie in den letzten Jahren gewesen. Wir haben wieder ein paar Fälle von klarem Fall von Selbstmord rausgesucht. Der erste Mal diese Meldung. Ja, also es gab einige bizarre Fälle, aber das war einfach die Schlagzeile. Ja, der nächste Fall war... Ach ja, genau. Das war der Mann, der gerade zugeben wollte, dass er 2000 und 2004 für die Republikaner die Wahlen manipuliert hat. Der Mann hat sozusagen offen gesagt, ja, okay, ich sage aus, sein Termin wäre in 2 Wochen gewesen und dann ist er mit seinem Flugzeug abgestürzt. Und 2 Flüge davor hat er schon gecancelt, weil sein Flugzeug so irgendwie komisch war und er gedacht hat, ob da jemand manipuliert hat. Also dieser Mann ist nicht verstorben. Du hattest noch eine schöne Theorie dazu, warum diese Leute Sportflugzeuge fliegen. Genau, also das ist ja eine Frage, die sich stellt, wenn einem da mysteriöse Abstürze drohen, wieso man dann eigentlich überhaupt noch Sportflugzeug fliegt. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn die Alternative? Ja? Wenn du dann zu Hause den ganzen Tag bist und nur unriskante Sachen tust, dann müssen sie dich mit Polonium töten. Ja? Das ist ja, dauert einen Monat und ist deutlich unangenehmer als so ein Absturz. Also deswegen kann ich das dem Mann nicht übel nehmen, dass er sich lieber mit dem Flugzeug abstürzen lässt. Dann gab es noch einen weiteren schönen Autounfall, wir haben noch mehr davon. Und zwar der CFO von Baidu, chinesische Suchmaschine, hat genau... Am 31.12.2007 genau, hat er eine Klage gegen die Musikindustrie gewonnen. Die genau. Musikindustrie hat ihn verklagt, damit, weil er seine Raubkopien in seinem Index drin hatte. Und das war schon die Revision, also das war schon gar nicht mal das erste Verfahren. Er hat halt schon wieder gewonnen. Und am 2. Januar war es, glaube ich, also irgendwie 2 oder 3 Tage später, hat er dann einen Autounfall gehabt. Ja, sowas passiert. Ich denke, die Google-Gründer fahren kein Auto aus naheliegenden Gründen. Ja, Putin ist auch nicht besonders zimperlich. Da schwimmt dann halt auch schon gerne mal eine Kritikerin an der Spree. War natürlich auch wieder ein klarer Fall von Selbstmord. Natürlich. Natürlich, genau wie irgendwie der Fall des britischen, wer war das? Das war der Polizeichef von Manchester, der hat aber gerade als Aufgabe gehabt, die CIA-Rendition-Flüge zu untersuchen. Klarer Fall von Selbstmord. Der ist tot im Schnee aufgefunden worden mit einer halben Flasche Gin neben sich liegend. Und auch Kreditkartenbetrug ist halt nicht so besonders risikolos. Der wäre auch fast ein Kandidat für Balls of Steel gewesen, denn der hat nämlich über einen Insiderfreund im US-Außenministerium von Visa-Applikanten die Daten geklaut, inklusive Kreditkartendaten, denn man zahlt mit Kreditkarte für sein Visum, und hat dann die auf dem Schwarzmarkt weiter verscheuert. Und der, als ist halt aufgeflogen und dann wollten sie gerade das Verfahren gegen ihn machen. Und, ja, und vor allen Dingen wollte er seine Co-Konspiratoren benennen. Genau, das wäre natürlich unangenehm geworden. Deswegen hat er auch einen Autounfall gehabt.
Nee, er wurde erschossen, glaube ich. Ach richtig, das war sogar ein Erschießen. Ja, genau. Also in Amerika ist das nicht so... Autounfälle kommen wir jetzt zu. Genau, Autounfälle gab es aber auch. Auffällig dieses Jahr, Rechtspopulisten. Genau. Die Antifa hat auch ein super Plakat zugemacht. Das ist der Herr Leitzenring, der war in Sachsen-Anhalt der PD-Boss. Auch in der Schweiz gibt es Rechtspopulisten, die machen dann solche Sachen wie mit so einem großen Auto, der Herr Mörgli, gegen diesen Lieferwagen fahren bei helllichten Tage. Die Sonne hätte ihn geblendet. Und natürlich der Klassiker dieses Jahr war auf jeden Fall Haider. Also bei Haider gibt es ein paar echt interessante Merkwürdigkeiten. Also nachdem Haider dann irgendwie dagegen gefahren ist, dachten wir uns so, naja. Ist ja schon eine Häufung. Ist schon eine Häufung so und vielleicht ist es ja doch so, dass irgendjemand ein Interesse daran hat, dass in Europa nicht so viele Nazis rumlaufen. Warum die dann noch immer so schnell so große Autos fahren, wissen wir nicht. Interessant war das Datum des Todes auf dem Sarg von Haider. Sah irgendwie wie eine missglückte IP-Adresse aus. Und was dann irgendwie noch beim Suchen danach, wieso denn da diese Dinge so stehen, rauskam, war, Uwe Barschel starb am 11. Oktober 1987. Die beste Theorie... Ja, also es gibt auch eine großartige Theorie, genau. Genau. Die Titanic hat die beste Theorie gehabt. Ja, und wo wir gerade bei Drogen sind und bei bewusstseinserweiternden Substanzen. In Mexiko ist es dieses Jahr ausgesprochen spannend geworden, weil Mexiko ja quasi der Übergangsort für Drogenschmuggeleien in die USA sind. Deswegen haben die Amerikaner eben viel Druck auf Mexiko ausgeübt, sich mal um ihre Drogenprobleme zu kümmern. Und da werden halt immer wieder größere Mengen gefunden. Also interessant ist auch die ökonomische Dimension dazu. So in dem Streifen, so in den letzten 3 Meilen hinter der Grenze, auf amerikanischer Seite gibt es alleine 6.700 lizenzierte Waffengeschäfte. Und der größte Teil der Waffen, die halt im mexikanischen Drogenkrieg verwendet werden, sind legal in amerikanischen Gunshops gekauft. So. Die haben nicht nur Waffen, die haben auch U-Boote. Ja, wie schmuggelt man sowas? Genau. Also der moderne Drogendealer von Welt nutzt dafür selbstgebaute U-Boote. Genau. Und da nicht nur eins, es sind mehrere Fälle, das ist nicht immer dasselbe U-Boot. Genau, sondern es gibt da so eine Abfolge von Generationen, hier wurden sie dann mal erwischt. Mit ja, so Schmuggel-U-Booten. Und auf der Gegenseite, die Regierung muss dann also tatsächlich zu Hightech-Waffen greifen. Wir sehen hier mexikanische... So, da gibt's eine Geschichte zu. Also das ist kein Photoshop, sondern es gab einige Fälle, in denen in Drogenschießereien Polizeiwaffen verwickelt waren. Und dann haben sie sich, das sind so viele geworden, dass sie sich entschieden haben, mal in Tijuana, wo es eine Häufung gab, alle Polizeiwaffen untersuchen zu lassen. Und damit die nicht unbewaffnet auf Streife gehen müssen, haben die Zwillen gekriegt. Und das ist kein Witz, das sind original Polizeizwillen aus Tijuana. Ja, also Drogenkriminalität betrifft ja nicht nur die gefassten Drogendealer, sondern die sind irgendwann nicht mehr nervös, sondern schlagen auch zurück, wenn sie zu oft gefasst werden. Und es gab dann also auch mal auf der anderen Seite einen mysteriösen Flugzeugabsturz, nämlich den Innenminister von Mexiko, der halt an vorderster Front gegen die Drogen kämpft. Genau, und die, da gab es halt einen Flugzeugabsturz, bei dem der Innenminister und der oberste Drogenbekämpfer ums Leben gekommen sind. Völlig mysteriös war. Da gab es dann auch einen Untersuchungsausschuss, wo sie dann, ich glaube, 20 hohe Polizeileute einfach mal suspendiert haben, weil eben halt nicht klar ist, wer da für den Staat und wer für die Drogenmafia arbeitet. Genau. In der Gegend gibt es dann auch noch mehr mysteriöse Abstürze. Das war mit weitem Abstand der großartigste Flugzeugabsturz, den wir je gehört haben. Diese Story ist so bizarr. So, also dazu muss man ein bisschen ausholen. In England gibt es ja nicht nur Trainspotter, sondern es gibt auch Planespotter. Das sind Leute, die am Flughafen sitzen und sich hinten die Seriennummern der Flugzeuge aufschreiben, die hinten auf dem Schwanz normalerweise draufstehen.
Und über diese Leute ist rausgekommen, welche gecharterten Flugzeuge die CIA benutzt hat für die Rendition Flights. Und da gibt es Listen im Internet. Und eines der Flugzeuge auf dieser Liste ist in Kolumbien abgestürzt mit Kokain an Bord und einem Wahlmaschinenherstellungs-Executive. Damit ist aber noch nicht der Bizarrität Ende. Der Executive ist Executive bei einer Firma gewesen, die Venezuela gehört und Wahlcomputer in die USA verkauft hat. Mit denen ein Drittel der Stimmen zur Präsidentenwahl ausgezählt wurden. Und der Pilot war ein CIA-Veteran, der schon seit 20 Jahren da unten Drogen fliegt. Die Geschichte ist so dermaßen bizarr, so jenseits von allem so. Ja, und als wir das lasen, ich meine, da denkt man sich vielleicht, naja, mal ein Flugzeug mit Drogen und seit Iran-Contra, seit das aufgeflogen ist, sind die da bestimmt vorsichtig. Aber das stimmt nicht, da stürzen ständig Flugzeuge mit Drogen ab. Das ist der Fall, wo es die schönsten Fotos von gibt. Das Flugzeug ist schlicht abgestürzt, weil sie es überladen haben. Diese Geschäfte sind so weitläufig, dass sich schon der Witz eingebürgert hat, CIA als Cocaine Import Agency zu übersetzen. Und nun gibt es ja nicht nur Kokain bei den Drogen, sondern es gibt auch Opium. Und nachdem Afghanistan von der Taliban befreit wurde, hat sich da der Opiumausstoß vervielfacht, mehr noch als vorher. Und da haben wir uns gedacht, naja, eigentlich müsste es ja Opium Import Agency heißen. Dann habe ich mal gegoogelt und festgestellt, die CIA hat tatsächlich eine Abteilung, die OIA heißt. Und das ist das Office for Iraq Affairs. Das heißt, das kommt auch zeitlich mit der Gründung perfekt hin. Ja, uns wurden ja immer blühende Landschaften im Osten versprochen. Vielleicht nicht ganz so weit im Osten, aber... Ja, also das Schöne ist ja, dass es Statistiken gibt über wirtschaftliche Sachen und Opium ist einfach in Afghanistan Wirtschaft. Die haben nicht viele andere Sachen, die sie exportieren können und so gibt es über die einzelnen Provinzen relativ gute Schätzungen, wie viel Opium da angebaut wird. Und was man jetzt wissen muss, ist die Zahl da unten, das ist alleine das Doppelte des Weltbedarfes an Opium pro Jahr. Und das hat diese Provinz in einem Jahr hergestellt. Und nun sollte man denken, wenn es so viel mehr Opium als Nachfrage gibt, dann müsste ja der Opiumpreis billiger werden, aber das ist nicht der Fall. Also wir haben eine wunderbare Site gefunden, wo ein Analyst gemeint hat, ja, also das ist allen Beteiligten völlig unklar, wo das ganze Opium hin ist. Und es gibt also wilde Verschwörungstheorien, wer das irgendwo bunkert. Also die, man weiß es nicht. Also um es nochmal zu sagen, so der, die haben da in einem Jahr mehr als den doppelten Weltbedarf verschwunden. So. Also da fragt man sich schon, irgendjemand braucht da wohl ganz schön viel oder so. Geht vielleicht als Eigenbedarf durch oder so. Ja, es gab so ein paar Storys. Also es gab eine wunderbare Story, wo sie, ich glaube, 300 Tonnen Haschisch gefunden haben, also genau. Auch in der Gegend. Also unglaubliche Mengen, so viel, dass sie gar nicht wussten, wie sie es vernichten sollen. Und am Ende haben die Briten, die es nämlich gefunden haben und zuständig waren, die Royal Air Force angerufen und die hat es von oben mit Bomben beworfen. Ja, das sind Probleme. Ja. Ja, also wir kommen langsam dem Ende entgegen. Wir haben uns gedacht, ein Bild sollten wir haben, was wie kein anderes das Jahr widerspiegelt. Das ist der Dow Jones Index gewesen, wie er sich dieses Jahr halbiert hat. Tja, und genau. Alles ist gut, was gut endet. Genau, deswegen there's always a facepalm. Vielen Dank.